Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark, Sissi und Franz. Ja, jetzt darf der Moschops wieder rumlaufen. Brav arbeiten. Genau, tu was. Tu was für das Nichtgeld, was du kriegst. Den Stern kannst du nicht abbauen, gell? Finde ich auch schade, ja. Hast denn du schon wieder? Mann, ich hab dich doch gerade erst ausgeladen. Mach weiter. Jim, jim, jim. So, die Gigas sollten weg sein. Oh, ich bin überladen. Moment. Ja. So. Da sollten wir jetzt definitiv keine mehr finden. Ich habe jetzt in den Sicherungen nachgeschaut. Ich muss schon. Ja, muss schon letzte Woche irgendwann passiert sein, dass die Gigas wieder reinkommen sind. Deswegen war der auch schon so da und so aktiv. Ich meine, ich sichere es ja immer, von daher fällt mir das ja auf. Irgendein Update gewesen sein, was ich übersehen habe, wo ich nachher nicht mehr nach der Ine geschaut habe, weil jetzt eigentlich eine Weile nicht das Problem war, dass bei jedem Update sich die Ine verändert hat. Ja, da kam es wieder mal. So, wir waren da immer noch im Schafstall. Ich glaube, da wird nicht fertig. So, ich wollte eigentlich ja vorhin noch Zäune bauen, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, bevor wir den Giga gesehen haben. So. Außerdem wollte ich schauen wegen einem Tor. Ich brauche jetzt, oder ich möchte ein Tor bauen. Das war aber Stein, glaube ich, was ich da gebaut habe damals. Ist das da? Small? Stone Sedge Wood. Gut, das kriegen wir hin. Ein bisschen das. Ach, warte mal, wenn ich da. Stone. Nehmen wir mal 300. Pull. Dann nehmen wir Set. Ah, warte mal. Nein, nicht Achadem. Machen wir es so. Oh. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder ein Lag? Na eben. So. Match. Nicht Tintoberries. Match. So. Cool. Und gut, das hätten wir zwar so einen Tisch gleich daneben nehmen können, aber ist egal. Sagen wir auch mal 400. Pull. Dann. So, Structure Stone. Und ich glaube, es war das da. Lowstone? Nein, das müsste das da sein. Schauen wir es uns mal an. Nehmen wir mal das weg. Und das war die falsche Taste. Ist das das Richtige? Ne. Das ist das, was eins breit ist. Reicht das für Schafe? Könnte eigentlich reichen, oder? Right. Bin zu schwer für das Schaf. Wo ist denn das? Coach? Komm mal her. Kannst du mich tragen? Nö. Du kannst mich gleich tragen. So. Würde sich ausgehen, doch. Könnte man nehmen. Okay, dann bauen wir das da. Und wo bauen wir es hin? Ich würde fast sagen, daher. Pick up. Ja, hätten wir umgekehrt machen sollen.
Kommt man da noch normal? Ja, kommt man hin. Coach, komm her. Genau, sehr gut. Braves Schäfchen. Okay, das geht also. Ja, da brauchen wir noch einige Zäunchen. Und die Türe natürlich. Wir werden noch fertig mit dem Schafstall. Irgendwann. Stone. Und dann nehmen wir das da. So. Jump. So, Schäfchen. Jetzt probieren wir es natürlich nochmal. Jetzt kannst du mich gar nicht tragen, weil jetzt bin ich definitiv zu schwer. Ich verstehe. Okay, ja. Dass die aber auch nichts tragen können, diese Schafe. So, dann schauen wir mal. Genau. So, da brauchen wir noch ein paar Zäunchen. Jetzt kannst du mich aber wieder tragen, oder? Ja. Ja, geht. Sehr gut. Damit darf das Türchen bleiben. Finde, das passt sogar. So. Und jetzt darfst du noch was, nämlich du darfst Options. Nee, da ist es nicht drin, sondern Behavior. Viel Spaß. Und du dann auch. Enable Wandering. Und du auch. Und du auch. Ja, Namen habe ich mir natürlich jetzt nicht rausgesucht. Das muss ich vor der nächsten Folge jetzt endlich mal machen. So, und jetzt gehen wir noch ein paar Zäune bauen. Ich würde sagen, so 10 oder was kriegen wir sicher noch da rein. So, Craft. Die kannst du mal komplett craften. Dann nehmen wir hier auch die 7. Gut. Und dann craften wir da mal noch. Genau. Was haben wir denn da? Das ist eine Deko, oder? Ja. Round Planter. Bench. Das können wir dann später noch da drinnen aufstellen. Geht es mir erstmal nur darum, dass diese Schafe halbwegs sicher sind. Ein Schäfchen. Da würden durchaus noch mehr reinpassen in diesen Stall, ich weiß. Absicht, alles Absicht. Ja, da kommt man leider noch rüber. Nee. Nee. Da würde ich sagen. Und da, ja, ich denke, das ist okay. Da passt es. Eventuell da noch eins weiter. Passt. Die Türe ist halt nur eins hoch. Das passt auch. Da eventuell.
Da haben wir es eh schon. Da hoch kommen es eh nicht. Haben wir noch welche? Nein, sind die gerade alle aus. Ja, dann lassen wir es so. So, dann gehe ich jetzt mal da rein. Na komm, mach zu. Und dann blenden wir hier dieses Zeug aus. Halt. Ja. Ist okay. Jetzt habe ich Gamma an, oder? Nö. Gut. Genau. Macht's bloß keine Babys. Ich und Schafbabys, das klappt nicht. Die haben schon 10 Level. Oh. Und das Tor werden wir halt weiß anstreichen oder so. Ja, finde ich schön. So, ein paar Kartoffeln. Da auch noch. So, jetzt hätten wir den Schafstall. Jetzt hätten wir endlich das, was ich letzte Woche fertig haben wollte, fertig machen. So. Ups. Jetzt könnte ich natürlich oben am Häuschen weiterbauen. Oder mich um eine Pferdekuppel kümmern. Aber nein, jetzt haben wir gerade erst den Schafstall gebaut. Jetzt warten wir damit. Da oben müsste ich vielleicht noch absichern. Da so, diese Kurve hier. Ah, ja, doch. Und da oben, damit man nicht reinfallen kann. Da kommen aber dann wieder diese Rope-Ceilings, diese Rope-Dinger hin. Ah! Genau, damit einem nicht das passiert. Kater, hör auf. Autsch. Aus, aus. Ich will hier keine schwangeren Schafe sehen. Ich will keine schwangeren Schafe sehen. Oh, ihr seid auf Attacking Target? Du auch? Ja. Passiv klingt besser. Hört sie auf! Aus! Oh Mann. Ich hätte das Gehege doch noch größer machen sollen. Damit sie sich nie begegnen. Kann man bald sagen, geht ja zu wie im Schafstall. Ja, da sind noch viele schöne Dinge. Single Post, okay. Aber nicht jetzt. So. Könnten da eigentlich. Hat es ein. Das ist ja kein Auto-Close. Was haben wir denn da für Gates? Warte mal. Keine, die wir gelernt hätten. Okay. Es gibt aber doch auch dieses zweimal. Ja, aber das ist zu hoch. Ich bräuchte ein 2x2 Tor. Kenne ich jetzt auf Anhieb gerade nicht. Schauen wir da mal. Also, ich könnte mir ein Doppelbett bauen. Ich glaube, das mache ich mir dann auch mal. Oder ich baue mir so ein Fancy Bett. Ich glaube eher so ein Fancy Bett. Das kann man natürlich auch lernen. Die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Hätte ich aber schon eine Idee, wohin wir es brauchen könnten. Eine Flagge könnte man es auch noch aufstellen. Da können wir dann ein Bild drauf malen. Ich habe das Bild aber noch nicht. Den Dummy, der braucht 8 Punkte. Nö, den bauen wir nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Vielleicht finden wir das. Das können wir mal lernen. Das kommt von der Pub-Mod. Sattel, S plus Double Door, S plus XL Wall, brauchen wir noch nicht. Brauchen wir eigentlich auch noch nicht.
Except. So, Wardrums brauchen wir auch noch nicht. Was? Ich kann keine Woodwilling, die habe ich nicht gelernt. Normale Bucket, das Gem Bucket. Ja, die Kerzenständer können wir auch mal lernen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen. So. Adobe-Teile. Die Rope Railing haben wir schon. Da haben wir jetzt das ganze Adobe in S Plus. Advanced Draft, Rope Ladder, die würde ich eigentlich gerne noch lernen. So, Advanced Dinghy, ich habe das Advanced Dinghy nicht gelernt? Ja, wirklich. Das muss sein. Brauch doch ein Dinghy. Lesser, das Dinosaurier geht, wie groß ist das? Ich lerne es einmal, ich glaube nicht, das war das, was ich wollte. Schauen wir dann. Gibt es aber sicher auch in S+. S+ Bookshelf, das bald mal. 15 Punkte, na gut. Was muss, das muss. Stone Pillar, haben wir nicht gelernt. Okay. So, S+, Fan Support, ja. Dann haben wir die Stone. Eartrap. Eartrap werden wir auch brauchen. Weiß nicht warum, aber ich sag mal, wir brauchen es. Ballista. Und da seht ihr, wie viel man da oft so zwischendurch mal schaut. Wenn man dann schaut, hat man alles. Oder fehlt da wieder was? Ja, Wasserreservoir könnte ich auch bauen. Die kosten 30 Punkte. Das tut weh. Na, was bräuchte ich denn? Ich bräuchte die Glaswände, die hier. Und ich bräuchte die Schrägen. Wird das kosten 30 Punkte? Was ich definitiv brauchen würde, ist das da. So. Mal Glastüren lernen, weiß ich noch nicht. So, jetzt haben wir nur noch 40 Engram Points. Das ist echt nicht viel. Oh, schauen wir mal. Bankbett. Aber dafür haben wir auch schon viel gelernt, was ich so sehe. Ja, also das muss jetzt einmal reichen. So. Gut, dann wir bräuchten natürlich wieder Ressourcen. Wir müssten hier das Häuschen fertig bauen. Hier möchten wir eine Türe reinhaben. Wollt jetzt mal schauen. Habe ich das jetzt in S+ gelernt? Das geht. Nee, natürlich nicht. Dino Saurier geht. Wo ist das in S+? Wie heißt denn das bei S+? Schauen wir mal, S+. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das andere Plus zu verwenden, um mich nicht dauernd zu muten, ohne es mitzukriegen. Da. Da war's doch. So. Ist nur die Frage, wo ist es? Da ist es. Einmal daher und dann schauen wir mal, wie groß das ist. So. Genau, eins zu hoch, wenn ich das richtig sehe. Ja, das schaut scheiße aus. Schade. Hatte gehofft, ich kann es nehmen. Muss ich dieses Tor wieder aufnehmen? Dankeschön. Kann man das nicht auch nach unten setzen? Warte mal.
Wir haben doch immer wieder, nein, da natürlich, jetzt, wenn man es will, snappt es nicht runter. Da wird es gehen. Das wäre aber vielleicht sogar eine Idee für diese Ecke. Ich habe gesagt, mit der Ecke bin ich noch ziemlich unzufrieden. Wir könnten da mal das. Habe ich die Demogorgon auch mit? Nö. Nein, nicht Foundation. Wenn dann hier diese Wand. Moment, ich habe eine Idee. Da kam mir gerade eine Idee. Pick up. So, das würde reichen. Das oben kann ruhig drinnen bleiben. Die Frage ist nur, was machen wir dann hier? Grübel, grübel und studiere. Hier haben wir unseren kleinen Garten. Was ist, wenn wir da drüben dann so eine Art Streichel zu machen für die Kleinen? Dann haben wir die halt nicht da. Naja, aber zwecks Eierkollektor wäre schon praktisch. Passt. Passt. Genau. Und da vorne kommt dann das Glas hin. Was braucht man? Was war das? Achso, nur mein Alu. Ja, ich bin da etwas schreckhaft. Sind da übrig blieben immerhin ein bisschen was gut. Da haben wir Demogun, wir haben den Transfergun 8. Darüber. Danke. Ja gut. So. Die Forge, die bleibt auf jeden Fall hier, die eine. Dann könnten wir daneben eventuell sogar noch eine zweite bauen. Mal schauen. Die Smithy könnt ihr da rüben. Da könnte man ein Tor. Ich mache jetzt wirklich ein Tor, oder? Nein, ich nehme eine Double Door. Bauen wir mal einmal die hier. Und dann gehen wir da raus. Nehmen die Demogorgon. Zack. Nehmen dann das hier. Gehe nach draußen und mache es von draußen. Snappt wirklich überall hin, nur nicht dorthin, wo ich will. Na komm, Snap. Du leer? Bist leer. Na komm. Achso. Wo haben wir es denn? Pickup. Pickup. So, jetzt müsste die Türe gehen. Nehmen wir mal das weg. Das weg. So. Jetzt erklären wir mal einer, warum die Türe hier nicht reinpasst. Wahrscheinlich wegen dem da oben.
Es will ja automatisch da oben snappen. Und ich krieg's auch mit Q nicht runter. Okay. Was passiert, wenn ich das hier abbaue? Sehen wir gleich. Gut, damit kann ich leben. I see. Habe ich schon mal gesagt, ich finde die Doppeltüren viel schöner. Wisst ihr was? Weg damit. Da kommen jetzt echt Doppeltüren rein. Ich weiß, es würde gehen, aber ich habe einfach gar keine Lust drauf. Wie gesagt, das schaut genauso gut aus, denke ich. Geht auch. Ja gut. Das ist der falsche Snap-Point, oder? Ist richtig. Okay. Ah, jetzt fehlt mir eine. Wieso fehlt mir da einer? Ach, weil das ein Fenster war. Fenster kann man da oben wieder einbauen und da bauen wir die Türen an. Und da gehen wir wieder eine Verzögerung rein. Und zwar da. Eine Sekunde. Und da auch. Set Close Delay. Damit verhindert man echt dieses Auf- und Zusnappen, dieses Extremer. Finde ich deutlich angenehmer. Ist mir schon bei vielen aufgefallen, die Aufnehmern, dass, wenn die das nicht einstellen, dass die Türe 100 Mal auf und zu geht. Ja, ich sehe es. Natürlich sehe ich den Mist. So musst du snappen, genau. Ist das schön. Nein. Da stimmt's nicht. Wieso stimmt's da nicht? Moment. Da habe ich mich doch so lang gespielt. Ja, da stimmt's nicht. Die hier stimmt nicht. Wo ist die Demo? Da. Nee. Ja. Jetzt passen die alle nicht, oder was? Gut, ich würde sagen, die zwei passen jetzt nicht. Ich habe gerade leichte Panik. Gut, habe ich Glück gehabt. Dass mir nicht, dass da oben alles runterfällt. Ja. Nein. Ja. So gefällt es mir. Genau. Diese Türe da oben nervt. Hat sie auch ein Delay? Kann man da ein Delay geben? Also erstmal das Close Delay von, sagen wir mal, 5 Sekunden. Und dann müsste es aber auch noch... Nö. Nein, ich möchte ja eventuell auch rausfliegen können. So. Aber damit geht es nicht immer so schnell zu. Nervt auch schon weniger. So, da haben wir alles Mögliche. Wir könnten jetzt mal 2 oder 3 Bücherregale bauen. Die habe ich ja vorher gelernt. Und zwar war das nicht S Plus? Bookshelves? Book? Da. Ach, die sind aus Metall! Okay. Oh.
Auch mal eines. Das reicht mir dann doch eines. Das will ich nur sehen. Naja, also ein entschiedenes, naja. Wie viel geht da rein? 600? Okay. Ja, also schön ist was anderes, wenn ich ehrlich bin. Kann man dich vielleicht, warte mal, Pickup. Das war zu kurz. Kann man dich vielleicht da drüben hinpacken? Nö. Aber da könnten wir was anderes hinpacken, nämlich sowas da. Frage ist nur, wofür? Was tut man dann da hoch? Auch ein entschiedenes, naja. Und das Bookshelf packen wir. Ist komisch, dass das so in diesem im Boden snappt. Schade. Gut, dann packen wir das mal daher. Aber wie gesagt, ist nur ein entschiedenes, naja. Wir haben natürlich Blueprints. Ja, wobei. Viele Blueprints habe ich da unten ja gar nicht, weil ist ja nur quasi ein Wohnzimmer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausschauen würde. Müsste ich hier anfangen? Ist da runter? Und hier könnte man. Ja, doch. Warum nicht? Dann haben wir da so ein Kleintiergehege, wo sich die Tiere auch austoben können. Mit, weiß ich nicht, Gitter, Zäune. Möchtest du mir überlegen, mit was? Doch, ja, doch. Das geht. Hab schon eine Idee dazu. Passt. Gut, das, Jetzt will ich aber wieder irgendwas tun. So. Das da rein. Ein Greif wäre natürlich super. Habe ich die Türe dafür schon gebaut? War oh, das ist die von gerade eben? Oder wollte ich mir das nur anschauen? Ich habe es gar nicht gebaut. Wäre auch möglich. Schauen wir mal, ich habe da das Tor und das Tor. Immer mal nachschauen, ob eins passt. Ja, das da ist es. Okay. Auch da geben wir ein Delay, eine Sekunde, fertig. Wir bräuchten ihr Glas. Was brauchen wir fürs Glas? Wo stelle ich das Glas mittlerweile eigentlich hier? Am Esstisch wahrscheinlich. Glas. Habe ich das S plus nicht gelernt? Doch, oder? Search, S plus. Ach, Greenhouse, ja. Ich darf nicht unter Glas suchen. Greenhouse. So. Und zwar bräuchten wir. Not enough resources. Kristalle und Metal Ingots.
Wir bräuchten Kristalle. Gut. Muss ja eigentlich machbar sein. So, ich nehme mal 30 von diesen Lammdingern mit und noch einmal 30 und noch einmal 30. Keine Ahnung wieso. Ich höre sicher. Dann suche ich mir einen richtigen Vogel. Nämlich den hier. Und sag dem hier, du kriegst jetzt noch Stamina. Der freut sich immer so. Oh Mann. Das Tor gehen wir da rein. So. So, komm her, Dickschädel. Wir gehen jetzt Kristalle holen. Und hoffentlich sehen wir dabei keinen Giga. Oh, ich sehe gerade, wir haben viel Zeit mit Rumblödeln verbracht. Und die Folge ist schon wieder rum. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und da gehen wir dann ganz, ganz viel Kristall farmen. Aber den einen Spot, den hole ich mir jetzt gleich noch. Oh, da unten ist ein Rudel Alu. Okay. Das ist okay. Sind weit genug weg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit dem dann überhaupt reinkomme. Ich glaube, da baut ja die Mirel. Ja, da werden wir reinkommen. Wenn man nicht die Gruppe alle aus dem Weg ist. Müsst ihr den gerade da jagen? Galli, verschwind da! Ich hoffe mal, die kommen jetzt da nicht. Ach nee, das ist nicht das Richtige, aber da gibt es schön Metall. Könnte man auch mitnehmen. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Höhle zum Bauen. Irgendwie schon. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, ciao und baba.